Dschungelfunk. Magazin für Politik und Kultur. Präsentiert von der Wochenzeitung Jungle World. Ihr hört den Dschungelfunk. Wir haben uns anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Jungle World auf den Weg gemacht und das Gründungsmitglied der Jungle World, Ivo Bosic, interviewt. Das Interview könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß dabei. Ivo, die Jungle World ist nun 15 Jahre alt. Wie kam es 1997 zu der Gründung? Rückblickend betrachtet sind die Mitte der 90er Jahre ja nicht unbedingt die fruchtbarsten für linke Politik gewesen. Es ist halt ein Spaltungsprodukt, ne? Also Spaltungen sind ja doch manchmal auch fruchtbar, nicht immer, aber zuweilen ja schon. Und ja, die ganze Geschichte zu erzählen ist natürlich etwas kompliziert, aber zusammenfassend kann man sagen, dass der damalige Geschäftsführer der Jungen Welt, und wir haben ja damals alle in der Jungen Welt gearbeitet, die nach der Wende relativ eine Spielwiese verschiedener Linker war, mit ganz verschiedenem politischen linken Hintergrund. Und die Geschäftsführung wollte den Kurs verändern, der ihnen zu antifaschistisch und antinational war. Anders gesagt, der Geschäftsführer, der Mitglied der DKP ist, wollte ein bisschen mehr den traditionslinken und DDR-verklärenden Kurs stärken, gegen den Willen halt der großen Mehrheit der Redaktion. Er wollte zu diesem Zweck den Chefredakteur austauschen oder die Chefredaktion, und dagegen haben wir uns damals als Redaktion gewehrt. Es ging auch darum, eben die Art, wie er das gemacht hat, weil eigentlich haben wir uns ja als Kollektiv verstanden, und dass der Geschäftsführer von seinen Möglichkeiten, die er da juristisch und wirtschaftlich hatte, so Gebrauch gemacht hat, um politische Linie durchzusetzen, hat uns dann doch alle sehr geschockt. Und auch das war ein Grund, warum die Redaktion weitgehend geschlossen gegen die Geschäftsführung angetreten ist und in den Streik getreten ist, 14 Tage die Redaktionsräume besetzt hat in Treptow und ja, Verhandlungen, Besetzung, Demo, Streik, und ja, als Streikzeitung ist dabei die Jungle World entstanden, und als klar war, dass wir diesen Arbeitskampf nicht gewinnen oder nicht unter Konditionen, die wir wollten, dann haben wir gesagt, machen wir eben was Eigenes, nämlich die Jungle World. Es ist ja nun nicht so einfach, eine Zeitung zu gründen. Wie habt ihr den Anfang finanziert, beziehungsweise wer stand hinter euch? Ja, also wer jetzt letztlich hinter der Jungen Welt stand und steht, kann ich dir nicht sagen. Aber also die hatten natürlich einen gewissen Startvorteil, der darin bestand, dass sie die Produktionsmittel besaßen und vor allem die Abokartei und die Verträge mit der Druckerei, und die also sozusagen weiter produzieren konnten, während wir das alles neu aufbauen mussten, unsere Abonnenten zu bekommen. Wir hatten ja nicht mal die Adressen von ihnen, also es war ja gar nicht so leicht. Wir mussten die Leute auffordern, uns zu abonnieren, und dass das so super geklappt hat, gleich von Anfang an mit geliehenen Computern in, ja, wir hatten ja überhaupt kein Produktionsmittel, und wir sind damals in die Wohnung von Klaus Behnken und dem Chefredakteur, der entlassen werden sollte, gegangen. Das war die ehemalige Tonsteine-Scherben-WG am Tempelhofer Ufer, und dort haben wir die ersten Zeitungen produziert auf geliehenen Rechnern, und ja, und die Solidaritätswelle damals war ja enorm, und das hat zu großem Aufsehen geführt, und wir hatten innerhalb kürzester Zeit, ich weiß gar nicht, ich glaube 4000 Abonnenten innerhalb von wenigen Wochen, und das war natürlich, dann ab da lief die Sache. Das Gründen einer Zeitung ohne Produktionsmittel ist ja nun keine ganz so sichere Sache. Wie verlief der Prozess der Gründung? Ja gut, unterschiedlich. Es haben nicht alle an dem Aufbau der Jungle World mitgemacht, die bei dem Streik auf unserer Seite waren. Also haben auch Leute sich anders orientiert und dann was anderes gemacht. Also es waren natürlich nicht alle, haben nicht alle mitgemacht bei dem Aufbau der Jungle World, einfach weil es dafür kein Geld gab und man sie ja irgendwo und viele auch davon abhängig waren, noch Geld zu verdienen und sich dann natürlich woanders
was anderes machen mussten. Und die erste Zeit haben wir auch nur, haben bis die Sache gelaufen, bis die Sache am Laufen war, haben wir auch unentgeltlich das eben gemacht. Und dann haben wir eine kleine Redaktion gebildet, dass schon mal ein paar Leute davon zumindest von leben können. Und dann wurden das ein bisschen mehr und so. Also das war ja ein längerer Prozess, der über ein paar Jahre ging, bis aus so einem Pionierprojekt dann schon irgendwie ein stabiles, selbstausbeuterisches Unternehmen wurde, wie wir es bis heute sind, ja. Inhaltlich besteht heute zwischen der Jungle World und der jungen Welt eine klare Abgrenzung. Wie konnte diese Abgrenzung kurz nach der Spaltung funktionieren? Ja, also wie gesagt, so der Streit damals war nicht nur inhaltlich, sondern eben auch über die Form, wie der Geschäftsführer dort seine Interessen durchsetzen wollte. Und inhaltlich waren viele Dinge schon so wie auch heute, zeichneten sich ab, aber dass das so krass werden würde, also dass die junge Welt oder das Markosch wieder mit seinen Leuten, die hauptsächlich aus dem Verlag und nicht aus der Redaktion waren, dass er da so ein nationalbolschewistisches reaktionäres Blatt rauszimmert, das hätten wir uns damals nicht erwartet. Aber klar, absehbar war, das sollte alles ein bisschen DDR freundlicher werden, sollte traditionskommunistischer werden. Das war ihm alles zu, also Werner Pirker, der ja heute auch noch dabei ist und der damals auch schon dabei war, der sagte immer, Antifa-Seite, sowas brauchen wir nicht. Antikapitalismus ist der einzige Antifaschismus. Das war die Einstellung derjenigen auf Seiten der jungen Welt, die waren halt der Meinung, es gibt nur Kapitalismus und das dagegen und alles andere erklärt sich aus diesem Zusammenhang. Nationalismus, Faschismus, Sexismus, Rassismus, das waren alles Nebenwidersprüche, die am liebsten nicht mal eine eigene Seite oder Rubrik sozusagen also gewidmet hätten. Haben sie auf Druck der Verhältnisse dann doch auch machen müssen. Die Antifa-Seite haben sie bis heute, obwohl ich genau weiß, dass Korschmieder und Pirker sie immer abgelehnt haben. Aber also aus politischen Gründen, aber aus wirtschaftlichen Gründen müssen sie die natürlich machen, weil ihre Leser sind ja jetzt auch nicht ganz so borniert wie sie vielleicht. Und wir waren da schon insgesamt der undogmatische, etwas hedonistischere Teil des Ladens, aber wir waren ja nicht, also das Ding ist, wir können zwar ungefähr klar beschreiben, wo die Abgrenzung gegenüber Korschmieder war, aber was jetzt die Jungle World ausgemacht hat, lässt sich in dem frühen Zeitpunkt eigentlich nicht beschreiben, weil das war auch eine sehr bunte Mischung aus, ich sag mal, Kulturlinken, Poplinken, altautonomen, Antideutschen und auch Marxisten, also es war doch eine sehr, sehr bunte Mischung trotzdem und die sich nur darin einig war, dass wir nicht eine Zeitung machen wollen, die irgendwie ein Zentralorgan von irgendjemandem ist oder die Wahrheit für sich gepachtet hat, sondern dass wir eine Zeitung machen wollen, die eher Fragen stellt und nach Wegen sucht, zusammen mit den Lesern und sich auch mal irren darf, aber die jetzt nicht kein ideologisches Zentralorgan darstellt. Welche Momente sind für dich in den letzten 15 Jahren die prägendsten gewesen für die Jungle World? Also schon 97, kurz nach der Spaltung, machte sich ja der erste Bruch, wurde der erste Bruch sichtbar. Also als in Gollwitz die ostdeutsche Bevölkerung dort gegen die Ansiedlung eines Flüchtlingheims für jüdische Russen auf jeden Fall protestierten und es war eine sehr rassistische und antisemitische Stimmung dort in Gollwitz und wir haben damals dagegen diskutiert, wir haben das kritisiert, es gab Demos und so weiter, ein Teil der Linken hat sich da
in dieser Gollwitz-Debatte sehr eingebracht und die junge Welt hat halt die Position vertreten, das sind doch arme Ostler, denen geht es ja auch schlecht und das muss man doch verstehen, dass die jetzt auch nach unten treten. Das Problem ist nicht der Rassismus, das Problem ist auch hier wieder nur das soziale Gefälle, die soziale Frage. Und wenn es den Ostlern nur besser ginge, dann wären die auch nicht so. Und ja, und das da hat sich schon abgezeichnet, dass man dann völlig unterschiedliches Herangehen hat. Und in diese Richtung gab es ja dann später viele. Ganz klare Brüche waren natürlich dann die Frage Israel und bei der zweiten Intifada, als klar wurde, das Ganze ist auch nicht mehr mit dem besten Willen nicht mehr irgendwie links aufgeladen, sondern es wird eine religiöse Ausprägung. Also es da auch viele Brüche innerhalb der Linken gab, wo wir auch klar Positionen bezogen haben. Und ja, was war später, war natürlich 9/11, war natürlich, aber für wen nicht ein wichtiges Datum. Und dann die darauf folgenden Kriege in Afghanistan und Irak natürlich, vor allem der im Irak, wo wir sehr viele Leser verloren und aber auch sehr viele neue gewonnen haben. Und gut, Jugoslawienkrieg vorher natürlich noch auch wichtig. Das waren so wichtige Punkte. Überhaupt Rassismus im Osten hat uns die ganze Zeit sehr begleitet und ja. Und jetzt in jüngster Zeit, weiß ich nicht, sicherlich auch doch vieles, was auch mit dem Nahen Osten zu tun hat und auch jetzt die Umbrüche in den arabischen Staaten, wo wir auch sehr früh Position bezogen haben, wo wir erstmal die Chancen gesehen haben oder betont haben und nicht die Gefahren. Ja, und ich denke mir, da haben wir schon eine eigenständige Position geschaffen anhand solcher Themen. Wie schätzt du das ein? Welche Funktionen hat die Jungle World heute? Also die ist gar nicht zu unterschätzen. Also ich bin, man kann gern die Jungle World kritisieren. Wir haben also oft fehlt es uns an Kapazitäten, irgendwas so zu machen, dass wir auch selbstzufrieden sind. Und in jeder Ausgabe findet sich vieles, wo es mir schwerfällt, dass wir das überhaupt gedruckt haben und so. Das kann man alles kritisieren, aber nichtsdestotrotz ist die Jungle World das einzige Projekt, vielleicht sogar weltweit, in dem eine radikale Linke klar pro-israelisch oder zumindest gegen jeden Antizionismus sich positioniert, gegen Anti-Amerikanismus positioniert und dabei trotzdem eine klar radikal linke Position behält und das kann man gar nicht unterschätzen. Also wenn man heutzutage in Deutschland als Linker sozialisiert wird, als junger Mensch, da steht man irgendwann vor der Frage, junge Welt oder Jungle World, in welche Richtung soll es gehen? Und das entscheidet sich dann daran, in welche Zeitung in der WG gelesen wird. Oder manchmal entscheidet es sich nicht daran, sondern es ist ein Ausdruck davon, das will ich nicht verwechseln, aber auf jeden Fall gibt es in Deutschland die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Man kann links werden und kein Antizionist und kein Antiimperialist. Man kann trotzdem radikaler Linker werden. Das ist ein Luxus, den es in vielen anderen Ländern kaum gibt. Also jedenfalls, wenn man mehr genossen haben möchte als die WG oder so. Und ich glaube, dass wir daran schon mitgewirkt haben, dass das so ist, dass es diese Spaltung gegeben hat und dass es eben nicht nur eine Spaltung von eine Abspaltung einer kleinen Sekte geworden ist, wie es zum Beispiel, auch hätte sein können, sondern dass es eben tatsächlich eine Relevanz hat. Ich sag mal, antideutsch wird es bezeichnet, ist, glaube ich, heute sagt das keiner mehr, aber man kann, wie gesagt, heute auf jeden Fall eine Entscheidung treffen und das darin spielen wir, glaube ich, schon eine große Rolle, ja. Und wie schätzt du den Einfluss der Jungle World in der Printmedienlandschaft ein? Ja, also ich meine,
darf man nicht übertreiben, aber ich weiß, ich kenne ja schon auch viele Kollegen von anderen Mainstream-Medien, die nehmen da schon die Jungle World zur Kenntnis. Also wir lesen die jetzt nicht immer von vorn bis hinten durch und so, aber die nehmen die schon zur Kenntnis, weil sie da natürlich auch offenbar auf Themen und Sichtweisen stoßen, die man wirklich nirgendwo anders findet. Und dann muss man natürlich sagen, es gibt natürlich überall, die ganze Welt ist natürlich, oder die ganze Medienwelt sowieso, natürlich voll von ehemaligen Linken, also von Leuten, die alle irgendwie eine linke Geschichte haben, eine linke Vergangenheit haben, jetzt irgendwo liberal, aber jetzt nicht nur wirtschaftsliberal, sondern irgendwie so ganz liberal, auch im Sinne der Menschenrechte und der Freiheit des Individuums und so weiter. Und also ich sag mal im positiven Sinne Liberale, die jetzt nicht mehr dezidiert links sind, die aber im Herzen natürlich immer sagen, ah, eigentlich, wenn die Linken nicht so doof wären, ne, dann wäre ich ja auch ein Linker. So. Und ja, davon kenne ich echt unglaublich viele, treffe ich immer wieder, Leute schütten mir immer wieder ihr Herz aus und erzählen das genau so. Und die sind so dankbar, dass es die Jungle World gibt, dass sie da sich sozusagen nochmal als Linke fühlen können. Oder sagen, ja, es war nicht ganz verkehrt, dass ich mich tendenziell immer als Linker fühle, obwohl ich gar keiner bin, weil man muss als Linker nicht reaktionär sein und nicht staatsfixiert sein. Und man kann auch antistaatlich, das ist, glaube ich, für die Leute dann natürlich besonders wichtig sein. Und ja, und trotzdem vernünftig. Und klar, das bringt uns natürlich öfters auch den Vorwurf ein, auch linksliberal zu sein. Aber ich glaube, das hat keinerlei Grundlage, wenn man unsere Artikel liest, die sich mit sozialen Fragen und Wirtschaftsfragen beschäftigen, wo wir, glaube ich, in keiner Weise diesem Vorwurf irgendwie gerecht werden. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die politischen Verhältnisse werfen, wo bewegt sich die Jungle World inhaltlich hin? Keine Ahnung. Ja. Nee, weiß nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Also, ich hätte noch vor ein paar Jahren echt gesagt, ach, dieses ganze Links-Rechts, das löst sich auf, das ist eh obsolet, man muss irgendwie neue Begriffe finden, man muss sich da neu erfinden und wir könnten da vielleicht auch wegweisend sein, das so ein bisschen so eine Diskussion zu fördern. Aber ich bin mir nicht sicher, jetzt bei der Wirtschaftskrise und so, da gibt es eben dann doch wieder viele Themen, die klassisch links und rechts einzuordnen sind und wo wir auch klassisch links uns wieder verhalten. Und von daher ist das mit dem Links und Rechts vielleicht doch noch nicht ganz obsolet und vielleicht muss man, kann man damit doch noch irgendwas ausdrücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, aber also es ist auf jeden Fall fragwürdiger geworden, diese Begriffe in den letzten 10, 20 Jahren. Aber ja, nee, ich weiß es nicht. Und mit Blick auf den arabischen Frühling? Auch schwer zu sagen. Also ich meine, da weiß man ja auch nicht, wie das weitergeht. Und ich kann es nicht sagen. Also ich meine, klar, was wichtig ist, ist, dass es eine Stimme gibt, die sich klar für jede emanzipatorische Bestrebung und für eine säkulare emanzipatorische Bestrebung, das ist ja eh dasselbe, einsetzt und die nicht versucht klein zu schreiben, aber ich meine, das machen halt nicht nur wir, das ist ja nicht jetzt keine, ich meine, das ist zwar in der Linken nicht unbedingt Mainstream, aber das machen ja schon auch viele und von daher dafür braucht es jetzt explizit die Jungle vielleicht nicht. Aber innerhalb des Linken-Diskurses, na gut, ich meine, da gibt es natürlich, es tun sich viele komische Sachen auf innerhalb des Linken-Diskurses, jetzt, wo die Debatten sicherlich noch weitergehen werden und sich zuspitzen in verschiedenen Szenen. Da gibt es in der queeren Szene eine ziemlich krasse Debatte über Homonationalismus, nennt sich das. Judith Butler hat das da ziemlich angeführt, diese Debatte, die auch letztlich zu diesen Pinkwashing-Vorwürfen gegen Israel führt. Und ich denke mir, das ist eine Debatte, die noch gerade erst am Entstehen ist, genauso wie die zu Critical Whiteness in der antirassistischen Szene.
wo sich die antirassistische Szene ja gerade mächtig gegenseitig in den Haaren hat. Das sind zwei Debatten, die bei uns auch dargestellt werden, die wir da verfolgen, die wir begleiten können und wo ich glaube, kein anderes linkes Medium oder jedenfalls keine regelmäßige Publikation in dem Sinne, also keine Zeitung, sagen wir es, so verfolgen kann wie wir, weil wir da, glaube ich, von unseren Positionen her oder von ja, weil wir die Möglichkeit haben, dort eine Debatte zu führen, die nach vorne geht, die nicht regressiv ist und die trotzdem nicht ganz eng geführt ist, also wo wir nicht nur draufhauen auf bestimmte Erscheinungen innerhalb der Szene, sondern da die vernünftigen Stimmen auch zu Wort lassen kommen können und trotzdem kritisch uns mit solchen Erscheinungen dort beschäftigen können. Ich glaube, dass das bei uns laufen wird und da bin ich ganz optimistisch, also dass wir da eine wichtige Rolle noch spielen werden. Die Printmedienwelt befindet sich, wie wir wissen, im Wandel. Die Jungle World wird sehr viel online gelesen. Ist das eher ein Vorteil, der von euch genutzt werden kann, oder siehst du das eher als einen Nachteil an? Ja, das ist natürlich ein Vorteil und also ein Vorteil und ein Nachteil gleichermaßen. Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten für Werbung, weil wir eigentlich wirklich immer plus minus null arbeiten mit unseren Finanzen und da ist eigentlich immer nichts übrig, um irgendwie zu investieren oder um größere Maße Werbung zu betreiben. Von daher sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir durch unsere Artikel auch in die Öffentlichkeit gelangen. Aber das ist ja auch die beste Werbung, also von daher will ich da gar nicht meckern. Nur die Tatsache, dass wir alles zwar nicht am Erscheinungstag, aber im Laufe der Woche online stellen, führt natürlich schon dazu, dass viele nur im Internet und kostenlos die Jungle World lesen. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil davon verdienen wir nichts dran. Und wie gesagt, es ist alles doch sehr, sehr prekär, wie wir arbeiten. Und es geht alles so gut, solange nicht irgendwo irgendwelche Preise unvorhergesehen explodieren, aber wenn irgendwas passiert, was wir nicht auf dem Schirm haben, dann haben wir da keinerlei Rücklagen und nichts, wie wir das auffangen können. Deswegen brauchen wir schon dringend eigentlich mehr Abonnenten, mehr Zeitungsabonnenten oder auch Online-Abonnenten, das geht ja auch. Aber es ist eben sehr schwer, überhaupt online Geld zu verdienen für uns. Nicht, dass wir das nicht wollen. Wir wollen natürlich mehr online machen. Wir bemühen uns mit Facebook, Twitter, so viel wie möglich zu machen, aber das müssen wir alles von den Kapazitäten machen, die wir schon haben. Dafür können wir keine zusätzlichen Kapazitäten schaffen, einfach weil uns das Geld fehlt. Wir würden es wirklich gerne machen. Das ist schon ein Problem, dem wir uns natürlich stellen müssen, weil es ist ja völlig klar, dass die Zukunft sich eher digital als analog abspielt. Gibt es denn bei euch Bestrebungen, ein Bezahlsystem für den Online-Bereich zu etablieren oder ist es kein Thema? Ach ja, es gibt immer mal wieder Diskussionen, nur die sind im Moment obsolet, weil es gibt kein vernünftiges Bezahlsystem. Also man kann sich ja jetzt viele schöne Sachen ausdenken, wie man zu Geld kommen könnte, aber das ist ja alles dieses PayPal und dies und das macht doch keiner. Also damit kannst du nicht ernsthaft irgendwie Leuten jetzt kommen für irgendwelche Mikrobeträge von 30, 20 Cent, meldet sich doch keiner bei irgendwelchen obskuren Firmen an, um sich da über seine Kreditkarte irgendwas vom Konto abziehen zu lassen. Also das ist alles noch nicht, aber das entwickelt sich ja, es gibt ja immer mehr Ideen und auch Systeme, wie man, wir haben ja auch dieses Flatter, glaube ich, oder wie heißt es, wo man uns ja was spenden kann, quasi für jeden Artikel, also freiwilliger Basis. Da wird sicherlich noch mehr entstehen und wenn es Sachen gibt, die tatsächlich handhabbar sind, dass man sagt, okay, das Lesen eines Artikels kostet dich 20 Cent, du musst nur hier klicken und dabei, ohne dass du dich da gerade erstmal registrieren musst und so weiter, wenn es solche Möglichkeiten gibt, wird man sicherlich auch darüber reden, logisch, aber
Im Moment ist das ja alles Quatsch. Also die ganz großen Zeitungen wissen, die Washington Post weiß, die New York Times, die wissen nicht, wie sie es machen sollen. Die probieren alles aus seit Jahren. Also die wechseln das ja regelmäßig. Die probieren seit Jahren alle möglichen Sachen aus und die haben noch keine richtige Lösung. Und ja, wir haben die natürlich auch nicht. Klar, das ist. Aber das betrifft uns alle, die wir Zeitungen machen und da mit unseren Inhalten das Internet füllen und dafür bisher nicht viel verdienen, das muss man auch sagen. Also, wahrscheinlich müssten wir wie die Süddeutsche irgendwelche Klickspielchen erfinden und die ins Internet stellen, wo dann, ja, sowas. Aber da fehlt uns. Das war das Interview mit Ivo Bosic, Gründungsmitglied der Jungle World. Und anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Jungle World und ihr hört immer noch den Dschungelfunk. Das war es dann auch schon wieder mit dem Dschungelfunk. Wir verabschieden uns natürlich nicht, ohne vorher nochmal darauf hinzuweisen, dass die Jungle World selbstverständlich neue Abonnements braucht, die von euch erworben werden müssen. Und zwar unter jungle-world.com oder eben die Zeitung kaufen und den entsprechenden Coupon ausfüllen. Das war's von uns. Wir hören uns in 5 Wochen wieder.